Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Heute gehen wir voll rein in die Frühlingsküche. Es wird einen leckeren Gemüsequiche geben. Sehr, sehr gutes Rezept, muss ich sagen. Und ja, geht auch sofort los. Legen wir los mit den Zutaten. Ja, was brauchen wir heute? Klar, wir brauchen natürlich für den Teig ein gutes Mehl. Ein Dinkelmehl wähle ich wieder Typ 630. Wie immer kannst du auch Weizenmehl verwenden. Das geht natürlich auch, kein Problem. Wir brauchen etwas Margarine, etwas Parmesan, ein bisschen Zucchini, ups, Hilfe, eine Schalotte, etwas Lauch, eine Paprika. Anstatt der Eier werde ich heute wieder Sojamehl verwenden, weil ich habe schon wieder keine Eier im Haus. Um das Gemüse so ein bisschen stabil zu machen auf dem Quiche, brauchen wir natürlich etwas, also ein paar Eier oder etwas Mehl. Ich nehme ganz oft dieses Sojamehl, das ist wirklich sehr, sehr gut. Etwas frischer Basilikum, wir brauchen Erbsen, etwas Petersilie, ich habe hier frischen Thymian, Sojasahne, wieder die vom Provamel, weil ich die einfach wirklich am leckersten finde. Salz und Pfeffer ist klar. Wir benötigen noch das Gewürz Rosmarin. Das habe ich jetzt nicht frisch da, aber wenn du es frisch bekommen kannst, ja, dann benutze frischen Rosmarin, etwas Muskatnuss und süße Edelpaprika, ein Pulver. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten werde ich es nachreichen. Und weiter geht's im Programm. Ich habe jetzt das Mehl in eine Rührschüssel getan. Dazu kommt jetzt noch etwas Salz, ungefähr einen Teelöffel und ein Ei oder ein Teelöffel Sojamehl. Ein Teelöffel Sojamehl und zwei Esslöffel Wasser ergeben ein Ei. So. Dann kommt noch die Margarine hinzu. Die Margarine mache ich so ein Stückchen da rein. Sie hat Zimmertemperatur. Zack. Und jetzt verrühre ich das Ganze ungefähr 5 bis 10 Minuten. Und ja, dann kommt der Teig erstmal in den Kühlschrank. Das Gemüse habe ich jetzt in der Zwischenzeit klein geschnitten. Ja, Lauch und Paprika und die Zucchini. Die Erbsen habe ich mir dazugestellt, damit ich sie nicht vergesse. Und ja, gleich schneide ich noch die Kräuter und alles klein. Der Teig, der wird jetzt in der Küchenmaschine noch bearbeitet. Dann kommt er in den Kühlschrank. Ganz wichtig, den Ofen heizt ihr bitte vor auf 175 Grad oder 180 Grad Ober-Unterhitze. Und ja, dann kann es ja auch weitergehen. Das ist der Teig. Ich werde ihn jetzt in Backpapier einwickeln und eine halbe Stunde lang in den Kühlschrank legen. Und dann kommt der Teig in die Quicheform und dann können wir auch schon das Gemüse da reinlegen. Ich habe jetzt in dieses Marmeladenglas einen Esslöffel Sojamehl getan für ein Ei und zwei Esslöffel Wasser. Das Ganze habe ich jetzt gut hier durchgeshakt, praktisch wie so eine Art Soße, als wenn man Soße anbinden möchte. Und ja, das tue ich jetzt zur Seite. Hier in der Schale habe ich jetzt Sojasahne reingetan. Und ich hole mir jetzt einen Schneebesen raus und werde jetzt das Marmeladenglas öffnen und das einfach hier rein tun. Genau, aus der Seite. Und dann werde ich das Ganze mit Pfeffer und erstmal mit Salz, bisschen Salz und mit ein bisschen Pfeffer abwürzen. Dann kommt da noch hinzu etwas Rosmarin. Etwas Paprikapulver. So. Und etwas Muskatnuss. Wenn du eine richtige Muskatnuss hast und das reinreiben kannst, ist das natürlich noch ein bisschen köstlicher. Ich werde gleich nochmal die Kräuter klein schneiden und hinzutun. Und dann ja, kann das Ganze auch schon über das Gemüse gegossen werden. Ich habe jetzt noch ein paar Kräuter klein geschnitten. Basilikum habe ich da jetzt reingetan, etwas Petersilie, etwas Rosmarin und ja, etwas Thymian habe ich rüber gemacht. Und jetzt schön vermengt. Wenn der Quiche fertig ist, oder wenn die Quiche fertig ist, dann werde ich da noch Kräuter auch rüberstreuen, praktisch ganz frisch. Und ja, jetzt werde ich mich um den Teig nochmal kümmern und dann geht's weiter.
Zwischendurch kannst du gerne schon mit dem Parmesan reiben, dann ist er nämlich fertig für später. Ich habe ihn jetzt gar nicht so fein gerieben, sondern relativ grob und das reicht vollkommen. Du kannst natürlich auch andere Käsesorten nehmen wie Gouda, Mozzarella, da sind der Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt. Aber ich finde, Parmesan würzt nochmal, hat so eine ganz tolle würzende Note und ich finde es sehr, sehr lecker. Und ich freue mich echt schon drauf, wenn es fertig ist. Den Teig habe ich jetzt eben und flott schön ausgerollt. Jetzt werde ich den Teig in die Quicheform tun und dann können wir das Gemüse reinlegen und dann können wir auch schon weiterbacken. Du bist ein Räuber. Mein Sohn raubt schon wieder den Teig. Okay, ich muss dich jetzt schnell in die Quicheform legen, bevor der Teig hier alle ist. Wenn so ein Schleckermäulchen hier am Werk ist, dann muss man sich wirklich beeilen. So, Schluss und weiter geht's. Das ist jetzt der Teig. Ich habe ihn jetzt in die Quicheform getan. Das, was übergestanden ist an Teigresten, habe ich jetzt nicht weggeschnitten, sondern ich habe es einfach hochgedrückt. Dann ist es auf der anderen Seite eben etwas, etwas dicker wie auf der anderen. Das ist mir persönlich sehr egal. Ich steche jetzt hier überall nochmal mit der Gabel rein, damit der Teig auch gut durchgart. Genau, ein bisschen Luft bekommt. Und wunderbar, jetzt tue ich das Gemüse darauf. Das Gemüse, ich weiß noch nicht, ob ich das ganze Gemüse verwende. Wenn es zu viel ist, dann tue ich das nochmal, tue ich es nochmal weg oder nochmal in die Tupperdose. Das Gemüse jetzt erstmal hier schön drauf verteilen. Ich habe es jetzt klein geschnitten, aber auch nicht so klein. Und die Erbsen. So. Erbsen finde ich sehr, sehr lecker momentan. Ich weiß auch nicht. Schmeckt sehr, sehr köstlich. Aber ich will die Quiche jetzt auch nicht so überladen. Der Lauch war so ein bisschen viel. Wunderbar. Das reicht, finde ich. Und jetzt werde ich das Ganze noch mit Salz und Pfeffer und ein paar Kräutern abwürzen. Bisschen Salz rüber. Wo ist der Pfeffer? Ah, hier. Bisschen Pfeffer rüber. Noch mal ein bisschen Rosmarin, gar nicht so viel. Ein bisschen Rosmarin überstreuen und ein bisschen Paprika. So. Und jetzt hole ich mal meine Sahnemasse und die kommt dann darüber. Und ich finde, das Ganze sieht wirklich schon sehr lecker und sehr frühlingshaft aus und ach. Da kriegt man echt schon Appetit. Bevor ich jetzt die Sahne darauf tue, tue ich erstmal ein bisschen Parmesan rüber. Gar nicht so viel. Gut verteilen. Und jetzt hole ich mal die Sahne. Ich habe jetzt die Sahnemasse darauf verteilt und werde das Ganze jetzt noch so ein bisschen platt drücken, auf gut Deutsch. Nein, so ein bisschen verteilen, dass es so ein bisschen besser zerläuft. Und weg jetzt nochmal ein bisschen Käse rüberstreuen, aber auch nicht zu viel, weil ihr wisst ja, mit dem Käse ist es bei mir so eine Sache, den vertrage ich nicht so gut, aber so ein bisschen Parmesan ist okay. Man kann den Parmesan auch vollständig weglassen, aber ich finde es doch ein bisschen lecker und es gibt eine super Würze. Gut, der Ofen ist vorgeheizt auf 175 Grad und ich werde jetzt die Quiche da reintun und die Quiche muss ungefähr, immer schwer zu sagen, so circa 35 Minuten muss die Quiche backen. Manchmal auch 40 Minuten, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Das ist bei mir auch immer so ein bisschen anders. Ja, ich stelle mich jetzt mal innerlich so auf eine halbe Stunde ein, dann gucke ich mal, wie es so aussieht. Und kann man bei Quiche, finde ich, ganz gut sehen, wenn der Rand so ein bisschen angebräunt ist und der Käse gut zerlaufen ist, ist es meistens gut. Aber denkt bitte dran, jeder Herd ist unterschiedlich heiß. Und ja, rein damit in den Ofen. Und dann, können wir auch bald essen. Das ist die Quiche, sie kommt so gerade aus dem Ofen und ich muss sagen, es duftet hier wirklich sehr, sehr herrlich und es sieht einfach klasse aus. Ich lasse das Ganze jetzt noch 2-3 Minuten abkühlen, damit ich es gut schneiden kann und dann werden wir auch probieren. Die Quiche ist fertig und ich würde sagen, jetzt wird probiert. Ich habe mir hier immer so ein Stück rausgeschnitten und ich halte es nicht zu schräg, weil wir wissen ja, was dann passiert. Genau, und ich werde es jetzt probieren, wie immer. Und ich habe diese Quiche schon öfter gemacht und es ist einfach fantastisch, wie sie schmeckt. Ich liebe diesen Geschmack. Mmh, lecker! Sehr lecker. Sehr frisch.
Muskat schmeckt man gut raus, schmeckt aber sehr, sehr gut, wie ich finde. Die Erbsen sind irgendwie noch ein bisschen knackig, finde ich cool. Und Lauch, und man kann alles total gut rausschmecken. Und ich finde auch, obwohl es ohne Ei ist, ist es ganz gut gestockt. Und ich habe es ganz gut gewürzt diesmal, ganz gut hingekriegt. Ist immer unterschiedlich. Ja, sehr lecker. Bevor ich aber jetzt hier wieder vor der Kamera esse, was ich persönlich total blöd finde, weil es immer so total bescheuert aussieht. Aber ihr wisst, ich probiere immer alles, was ich auch koche. Das muss man einfach auch, finde ich, sonst macht es auch irgendwie keinen Spaß. Ich will das Ganze jetzt natürlich aufessen. Die Quiche ist eine wirklich tolle Alternative, auch mal zum Abendbrot. Man kann es wirklich super aufwärmen und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Essen. Und es dauert wirklich nicht lange. Ich bin ein großer Fan von solchen, ja, von solchen Kuchen. Und man kann da wirklich ja auch so viel mitmachen. Also haut da rauf und rein, ja, was ihr denkt. Und ja, würde sagen, ich esse jetzt und ihr bleibt dran. Das war's für heute. Macht ihr eine wunderbare Woche. Macht ihr einen schönen Tag. Geh viel, viel, viel Gemüse kaufen. Macht ihr eine Quiche und ja, ess sie auf. Und das macht glücklich, entspannt und vor allem satt. Macht ihr noch einen wunderbaren Tag. Macht ihr noch eine wundervolle Woche mit viel, viel Gemüse-Quiche vielleicht. Und wir sehen uns hoffentlich bald. Tschüss.